Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Mass Effect 3. So, in der letzten Aufnahme haben wir ja den Primarchen zurückgeholt. Mit dem Spielabsturz natürlich. War eine harte Schlacht. So, wir sind wieder... Ich habe gedacht, wir haben ja keinen Sound. Okay, das ist jetzt das. Die Frage ist jetzt, wo können wir hinfliegen? Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf. Bei diesem Plan mitwirken kann. Garrus sagte, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen... Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nee, das ist erstmal alles. Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Pelamon. Und meine bei der Erde. Eine Hand wäscht die andere, war, würde ich sagen. Finde ich schön. Nee. Irgendwie halt mich hier gerade echt verlaufen. So, warte mal. Das Schiff ist echt anders als... Commander, Didi ist offline. Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen, auf Deck 3. Alles klar. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Versuchen Sie, Edi zu erreichen. Gut, gehen wir mal auf Deck 3. Ist jetzt die Frage, wohin? Das Problem liegt woanders. Bei mir sind alle Systeme grün. Sind Sie sicher? Vielleicht wurde etwas nicht richtig kalibriert. Sie wissen nicht, mit wem Sie gerade reden, oder? Schon gut, war nur ein Test. Wenn Sie Shepard sehen, sagen Sie ihm, er soll zum KI-Kern gehen und rausfinden, was da los ist. Alles klar. Sie haben's gehört, Shepard. Wir treiben wie ein toter Fisch im Wasser. Na schön. Wo finde ich jetzt den KI-Kern? KI-Kern 3, also... Alles klar. Bei der Ärztestation. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich klär das. Edi, was ist denn? Hallo? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edi? Ja. Sie sind in Dr. Ivas Körper. Nicht ganz, aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt.
Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Edie, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandy nicht erreicht. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Mech keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sich skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Also Edie ist jetzt, hat jetzt einen Körper. Na, den will ich mir nochmal in Erzählung angucken. Hier hoch. Das ist jetzt für mich jetzt auch sehr neu. Was? Sind Sie in Ordnung, Commander? Es war ziemlich wild hier oben. Ich will mir gar nicht ausmalen, was auf dem Mond los war. Ich dachte, Edie macht Ihnen mehr Sorgen. Edie ist wichtig für das Team. Hätte sie mir erzählt, dass sie einen Körper will, hätte ich ihr dabei geholfen. Ich wollte keinen Interessenskonflikt zwischen unserer Freundschaft und ihrer Pflicht. Das wäre mir zwar lieber gewesen als ein Kaltstart der Hälfte unserer Systeme. Aber trotzdem danke. Wo Sie schon mal hier sind, ich habe beim Scannen der Allianzkanäle was gefunden. Die Grissom Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Werden Schulen im Krieg nicht geschlossen? Die Grissom Akademie ist keine normale Schule. Dort sind die klügsten Studenten, die Menschheit zu bieten hat. Ihr Ascension-Projekt ist die beste Ausbildungsstätte der Galaxie für biotische Menschen. Es ist keine gewöhnliche Schule. Sie arbeiten dort wahrscheinlich auch für die Allianz. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edie hat es analysiert. Es war gefälscht. Edie sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff gelockt hat. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Gut gemacht. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer, gut gemacht. Danke, Commander. Cerberus, Alter, das ist doch... Warum haben wir eigentlich für die damals noch gearbeitet? Um eigentlich die Menschheit zu retten? So, jetzt will ich erstmal hier gucken. Joker? Ach, guck mal an hier. Hey, Commander, sehen Sie sich meinen Co-Piloten an! Hat sie sich selbst in dem Körper installiert, ohne ihre Hilfe? Commander, vertrauen Sie mir etwa nicht? Okay, sagen wir es so. Hätte ich gewusst, dass Edie sich in einem sexy Roboterkörper installiert, hätte ich dann wohl meinen Mund gehalten? Sehen Sie doch. Ich hätte einen Kuchen gebacken.
Ich bin hier, Jeff. Ja, das sind sie, Edie. Das sind sie. Er freut sich wie ein kleines Schnitzel, finde ich schön. So. Unsere Aufgaben sind ja auch klar, was wir jetzt erstmal machen. Gehen wir erstmal zur Akademie. Wir haben eine Nachricht von Lieutenant Commander Williams. Es geht dir anscheinend besser. Okay. Wo finde ich denn die Nachricht? Wo finde ich denn die Nachricht? Warte mal. Ist das. Kann ich das alt oben machen? Kann ich das hier oben machen? Schauen wir mal. Kann ich hier oben auch hin? Außer unsere Sachen, die wir hier haben. Haben wir ja viel hier nicht. Warte mal, gucken. Alter Schwede. Die werden wir wahrscheinlich auch mal einsetzen. Ist ja wohl ganz klar. So, was haben wir denn hier? Aussehen ändern? Können wir machen. Oder? Dann mal mit I. Lassen wir mal so. Können wir auch machen. Was mit dir hier? Ja, oder? So. Gut. So. Okay. Wo müssen wir denn da hin? Nachtclub. Okay. In der Zitadelle? Okay. Okay, okay, okay. Also haben wir jetzt noch ein bisschen was vor uns hier. So. Dann mal. War das hier? Er scheint ein ehrbarer Mann zu sein. Er wird sein Volk schon in die richtige Richtung lenken. Er ist ein ehrbarer Mann, dessen Heimatwelt in Flammen steht. Er hat lediglich den Kriegsgipfel zugesagt. Ein Kriegsgipfel, den ihr auch. Haben wir hier die? Können wir hier die Nachricht abfangen? Jetzt mal wissen, was hier für eine Nachricht ist. So, ist der Link zu Hackett. Okay, den brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt nicht. War das vorher auch schon hier? Nee. Das ganze Schiff haben sie ja geändert. Commander Shepard? Gut. Okay. Wo gehen wir denn als erstes hin? Schauen wir mal. So, Zitadelle. Kann man hier Studenten retten? Wir könnten auch hier hingehen. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind hier. Gehen wir erstmal hier hin, komm. Gehen wir erstmal hier hin. So. Und dann drücken wir mal an. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Krankenhaus. Ich muss zum Krankenhaus.
In Ordnung. Da gehen wir jetzt erstmal als erstes hin. Dann müssen wir mal den Nachtclub suchen. Es ist völlig geschmacklos, diese Einrichtung Huerta Krankenhaus zu nennen. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren an einem Schlaganfall gestorben, Ma'am. Sie wollten wohl sagen, der Mann war 1,5 Stunden lang tot und seine politischen Gegner haben genügend Propaganda gemacht? Was geht hier vor? Ma'am, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kaufen uns Lebensrettungsgerätschaften für 90 Millionen Credits, dann dürfen Sie das Krankenhaus nennen, wie Sie wollen. Nun kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Meine Aufgabe hier ist erfüllt. Okay. Das war's schon? Ja, ich versuche die Grissom Akademie zu erreichen. Sie haben biotische Verstärker in der Welt. Ich will eine Antwort, Lieutenant Commander. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Ich brauche noch Zeit. Sie bekommen meine Antwort. Bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Odina, ich habe Ihre Mail gekriegt. Schon entschieden? Ob ich Inspektor werde? Noch nicht. Es ist eine Ehre, aber ich weiß nicht. Ich muss noch darüber nachdenken. Eine große Entscheidung. Nachdenken schadet nicht. Wie geht es Ihnen? Ganz gut soweit. Die Schwester sagt, Sie hätten nach mir gesehen. Ich war bewusstlos. Wir hatten keine Zeit zum Reden. Wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen? Ja. Ich war nicht sicher, ob Sie das wollen. Sie haben auf dem Mars klargemacht, wo Sie stehen. Was meinen Sie damit? Sie gehören nicht mehr zu Cerberus. Fall abgeschlossen. Ende. Es ist wahr. Okay. Kontakt abgebrochen. In Ordnung. Aber wo stehen wir? Ist unser Kontakt auch abgebrochen? Kommt niemals. Für mich gab es immer nur Sie. Als wir uneinig waren, gab ich Ihnen so viel Zeit, wie ich konnte. Aber das ist vorbei. Ich mache das nicht ohne Sie. Ich brauche Sie. Ich... Verdammt, Sie ziehen mir den Boden unter den Füßen weg. Sie liegen doch bereits. Romantischer Moment. Dahin. Tut mir leid. Danke. Ich brauchte etwas Gutes. Es war hart. Ruhen Sie sich aus. Wenn Sie was brauchen, geben Sie Bescheid. Shepard, Moment. Da ist noch etwas. Ich wusste nicht, ob ich es erwähnen sollte. Worum geht's? Meine Familie auf der Erde. Ich habe nichts von ihr gehört. Es macht mich verrückt. Aber Sie sind beschäftigt. Wir können später reden. Ich habe jetzt auch Zeit. Ich bin ja gerade da. Familie auf der Erde? Mutter und 3 Schwestern. Die jüngste, Sarah, war auf Hochzeitsreise. Hat einen Soldaten geheiratet, Thomas. Er wurde zurückbeordert und sie blieb allein. Wir haben telefoniert. War ziemlich hart. Denke ich mir. Ich habe sie immer alle beschützt. Selbst wenn ich im Einsatz war, wussten sie, dass sie mich anrufen konnten. Ich sagte, sie soll zur Citadel kommen. Dann warten wir gemeinsam. Was hat es mit dem Lieutenant Commander auf sich? Der alte Williams-Familienfluch lässt nach. Ich war sicher, bei Gunnery Chief ist Schluss. Sie haben es sich redlich verdient. Das dachte ich auch. Bis Eden Prime. Der Verlust von 212... Sie wissen. Es waren die Reaper. Sie haben alles gegeben, um uns zu helfen und überlebt. Aber jeden unter meinem Kommando zu verlieren, war hart. Ich vergesse keinen von ihnen. Jetzt brauchen wir sie erstmal einsatzfähig. Ich komme zurück. Und als erstes ramme ich ihnen dann ihre Metalltentakel tief in den... ich kämpfe ehrenhaft und mutig. In Ordnung, Lieutenant Commander. Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Sie auch, Shepard.
Kein Küsschen? Ach Mensch, Ashley. So. Wollen wir erstmal zum Nachtclub hin? Haben wir hier noch was? Na komm, gucken wir. Haben wir ein bisschen mehr. Warte mal, hatte hier nicht irgendjemand hier irgendwas gesagt von der Akademie? Das war doch hier irgendwo, oder? Nochmal kurz zurück. Hier, sie hier. Aber, kann man hier? Hallo? Ne, gut, dann nicht. So, dann wollen wir mal. So. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Hören Sie, ich einen Moment bitte. Jupp. Ich will dahin zum Nachtclub. Irgendeine Nachricht habe ich gerade empfangen.